Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich springe nicht ein. Ich möchte inhaltlich was beisteuern in Absprache mit Katja. Und ihr habt es schon gehört, ich bin nicht Katja Kipping. Aber ich darf heute in Vertretung gemeinsam mit Dietmar Pellmann den Entwurf der sozialpolitischen Leitlinien einbringen. Und ich möchte vorab noch mal deutlich anmerken, dass ich jetzt keinen Beitrag von Katja verlese, sondern dass wir uns vorher abgestimmt haben, auf welche inhaltlichen Punkte ich hier eingehen werde. Dietmar Pellmann hat bereits den Sinn und den Charakter unserer sozialpolitischen Leitlinien erörtert. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf einige inhaltliche Fragestellungen lenken. Und bevor ich zu den Inhalten komme, möchte auch ich auf diesem Weg Katja Kipping und dem anstehenden Nachwuchs alles Gute wünschen, und ich bin mir sicher, dass ihr euch dem anschließen könnt. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, dieser Parteitag steht unter dem Titel »Es sind die Verhältnisse, die wir ändern müssen«. Und ich frage euch, benötigt eine linke Partei in Sachsen, die sich das Soziale auf die Fahnen geschrieben hat, sozialpolitische Leitlinien, wenn doch sowieso alle ihre Mitglieder für das Soziale sind? Denn sonst wären sie ja vielleicht bei den Grünen oder in der Piratenpartei. Ich denke ja, und ich möchte an dieser Stelle auch noch Dietmar Pellmann und Katja Kipping auch meinen Dank und Respekt ausdrücken, dass sie sich trotz aller bekannter inhaltlicher Differenzen auf den Weg gemacht und gemeinsam sozialpolitische Leitlinien aufgeschrieben haben. Liebe Genossinnen und Genossen, wer den Bundesparteitag unserer Partei vor 2 Wochen in Erfurt verfolgt hat, kann sich erinnern, dass dort mehrfach kontrovers über sozialpolitische Pflöcke, die Linke einschlagen will, diskutiert wurde. Es ging dabei aber nicht um die Deckung elementarer Grundbedürfnisse wie Wohnen und Nahrung, die ohnehin mit einem sozialgesetzlichen Rechtsanspruch versehen sind, sondern es ging insbesondere um die Ausgestaltung sozialpolitischen Handelns und um dessen Weiterentwicklung im 21. Jahrhundert. Und lasst mich ein Beispiel erwähnen. Es wurde heftigst bei der Kindergrundsicherung und deren Ausgestaltung gestritten. Für die Verankerung der Kindergrundsicherung im Parteiprogramm, ohne das Attribut bedarfsorientiert, und das will ich nochmal hervorheben, hatte sich unser Landesverband stark gemacht. Und er war erfolgreich, und darauf können wir stolz sein, liebe Genossinnen und Genossen. Die uns durch Katja und Dietmar vorgelegten sozialpolitischen Leitlinien gehen über eine reine Sozialpolitik im Sinne des Sozialgesetzbuches hinaus. Ihr werdet es gesehen haben, wenn ihr reingeschaut habt. Sie erheben vielmehr den Anspruch, das Leitbild eines demokratischen, vorsorgenden Sozialstaates zu zeichnen, wie wir ihn uns als Linke vorstellen und gestalten wollen. Und damit grenzen wir uns einerseits deutlich von überholten Formen des paternalistischen, fürsorgenden Wohlfahrtsstaates ab und andererseits von einer Politik der Alimentierung armer Menschen aus christlicher Barmherzigkeit. Und ich glaube, das ist wesentlich. Der demokratische Sozialstaat bildet sich nach unseren Vorstellungen als Linke in allen Lebensbereichen ab. Ihr seht das in der Vorlage. Und ihr findet deshalb in den Leitlinien unter anderem auch Aussagen zur Bildungs- und Kulturpolitik, zur Umwelt- und Energiepolitik, zur Stadtentwicklung, zum Wohnen sowie zur Finanzierung der kommunalen Haushalte, die gegenwärtig einen Großteil der Sozialausgaben bestreiten müssen. Und diese Auffächerung der sozialpolitischen Leitlinien und deren Deklination in unterschiedlichsten Politikfeldern, liebe Genossinnen und Genossen, das ist zukunftsweisend und ein Markenzeichen der sächsischen Linken, denn eine gerechte gesellschaftliche Teilhabe, wie wir sie als Linke für alle Menschen in Sachsen erstreiten wollen, geht über die Absicherung der Grundbedürfnisse hinaus. Rico Gebhardt hatte vorhin schon darauf hingewiesen. Und bei aller Überzeugtheit von unserer politischen Programmatik für einen demokratischen Sozialismus und Überzeugtheit von unseren sozialpolitischen Konzepten, auch unter Berücksichtigung der schon angesprochenen stellenweise vorhandenen Differenzen, kommen wir trotzdem nicht drum herum, gegenwärtige Entwicklungen ernst zu nehmen. Und liebe Genossinnen und Genossen, wer in den letzten Tagen die Presse verfolgt hat, dem werden die Zahlen des Demografieberichtes der Bertelsmann Stiftung sicher nicht entgangen sein. Und demzufolge wird Sachsen bis zum Jahr 2030 voraussichtlich weitere 10% seiner Einwohnerinnen und Einwohner verlieren. Aber es wird nicht in Leipzig und Dresden sein, sondern wie bisher in der Fläche, in den Landkreisen und vor allem an den Rändern des Freistaates. Wir werden also weniger und wir werden älter. Und diese Entwicklung stellt auch für uns und gerade für uns als Linke in Sachsen eine Herausforderung dar.
gerade weil wir trotz dieser Entwicklung gleichwertige Lebensbedingungen und gesellschaftliche Teilhabe für alle Generationen und Schichten in Sachsen erreichen wollen. Und ein wesentliches Moment unserer Vorstellung vom demokratischen Sozialstaat Sachsen ist die Schwerpunktsetzung auf die soziale Vorsorge, die den Anspruch sozialer Gerechtigkeit in Verbindung mit Selbstbestimmung des Einzelnen vorsieht. Soziale Vorsorge, die ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht, heißt in unseren Leitlinien unter anderem das Eintreten für eine Kindergrundsicherung und eine soziale Mindestsicherung auch im Alter. Es wurde schon angesprochen. Und ich erkläre es gern nochmal, liebe Genossinnen und Genossen. Eine Kindergrundsicherung hilft nicht nur, Kinderarmut abzubauen, wie es jetzt im Entwurf der Leitlinien noch formuliert ist, sondern sie kann in der richtigen Ausgestaltung die Armut von Kindern und Jugendlichen verhindern, wie es einer der Änderungsanträge formuliert und wie es auch der Bundesparteitag in Erfurt beschlossen hat. Und liebe Genossinnen und Genossen, wer jetzt Angst hat, dass die Kindergrundsicherung nur ein Vorwand zur Einführung des Grundeinkommens sei, so behaupten es leider manche in unserer Partei, der weiß nicht, was Kinderarmut bedeutet. In Sachsen, liebe Genossinnen und Genossen, in Sachsen liegt die Quote armer Kinder und Jugendlicher, also vor allem junger Menschen in Transferempfängerhaushalten, dauerhaft bei mindestens 23%. Und ihr wisst es, Kinder sind bekanntermaßen keine kleinen Erwachsenen, sondern sie haben andere Bedürfnisse. Und für Kinder und Jugendliche ist die Erfahrung, ausgeschlossen zu sein und nicht teilhaben zu können, für ihr Heranwachsen besonders schmerzlich. Dass das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundessozialministerin ein großer bürokratischer Bluff ist, wird euch nicht verborgen geblieben sein. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, ist unser konsequentes Eintreten für die Einführung einer Kindergrundsicherung auch in den sozialpolitischen Leitlinien unseres Landesverbandes. Und neben der manifesten Kinderarmut in Sachsen steuern wir aufgrund der Langzeitarbeitslosigkeit in vielen Regionen und der Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse auf eine Phase der Altersarmut zu. Um Altersarmut zu vermeiden, sprechen wir uns in den Leitlinien für den Übergang zu einer solidarischen Rentenversicherung aus, in die alle, also auch Beamte und Beamtinnen, Abgeordnete sowie Freiberuflerinnen und Freiberufler einzahlen. Das ist ein Novum. Darüber hinaus wollen wir eine solidarische Mindestrente einführen, aus Rentenbeiträgen und Steuern finanziert für diejenigen, die aufgrund von geringem Einkommen unterhalb der Armutsgrenze leben würden. Und noch, gestattet mir noch eine Bemerkung zum Grundeinkommen. Im Entwurf der Leitlinien findet ihr grau unterlegt eine Abstimmungsalternative. Der Landesvorstand hat sich gestern darüber verständigt, dass die Leitlinien so in die parteiöffentliche Diskussion gehen, und er wird euch das heute vorschlagen, wie sie vorliegen. Und das heißt, es soll heute auch keine Kampfabstimmung zu diesem Thema geben, der Dietmar hat schon darauf hingewiesen, sondern eine ausführliche Debatte aufgrund von Argumenten ist gewollt, und sie ist über viele Monate gewollt. Und wer meint, liebe Genossinnen und Genossen, wer das Grundeinkommen befürwortet, der wolle mit sogenannter Folklore die Partei spalten, der will offenbar keine Debatte oder er hat die letzten 30 Jahre wirtschaftspolitischer Entwicklung in der Bundesrepublik verpasst. Und auch beim heiß umstrittenen Thema Grundeinkommen können wir uns an die Beschlussfassung des Erfurter Parteitages halten. Im verabschiedeten Programm heißt es nämlich, ich zitiere, Teile der Linken vertreten darüber hinaus das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens, um das Recht auf eine gesicherte Existenz und gesellschaftliche Teilhabe jedes Einzelnen von der Erwerbsarbeit zu entkoppeln. Dieses Konzept wird in der Partei kontrovers diskutiert. Diese Diskussion wollen wir weiterführen. Zitat Ende aus dem Parteiprogramm. Der Parteitag hat also als höchstes Gremium meines Erachtens eine weise Entscheidung getroffen und fordert uns auf, die Debatte zu führen. Und, liebe Genossinnen und Genossen, diese Debatte sollten wir aufgreifen und aktiv ausstreiten in den nächsten Monaten. Applaus